Ich darf Ihnen vorstellen. Herr Black Shark. Herr Black, entschuldigung natürlich. Herr Bunker. Ich darf Ihnen vorstellen, Mr. Praktikant Black machte heute Praktikum, hatte sich beworben, sagte, ist der guter Kfz-Mechaniker. Wir müssen gucken, ob ist guter Mann, wo kann machen, Mr. Dingsbums ganz. Sagen Sie mal, Herr Bunker, seit wann dürfen denn Ausländer in den Pannenservice? Sie können sich ja nicht mal vernünftig artikulieren. Ich möchte eigentlich ungern jetzt hier Immigranten an mein Auto lassen. Das ist, das ist Diskriminierung. Oh, wir sind professionelle von der Ausland eingeführte Mitarbeiter. Was ist das hier für ein Pannenservice? Nichts machen Diskriminierung. Wir gute russische Arbeitskräfte. Machst du nichts? Wirst du sehen, ist da alles gut? Dann du wirst sein sehr erstaunt. Nächstes Mal gibt es nicht durch pädagogische Rückhand, sondern Zuhälterstelle. Das wird noch mehr wehtun, mein Freund. Oleg Bunker, warum ist hier eigentlich der Pannenservice so schwer bewaffnet? Nicht schwer bewaffnet, einfach nur Selbstverteidigung. Was ist das? Mr. Loki, nichts machen, klauen, schöner Heli. Ist teuer. Mikrofon aktiviert. Ich hol'n, Herr Bunker, ich hol'n Mr. Loki, nix machen, klauen, schöner Heli, das ist unser Einsatzgerät. Sie müssen noch Ihren Landsmann, einen Polen erkennen, Sie wissen noch, dass Sie sofort sich an den Heli vergreifen. Wollen Sie respektlos sein? Wir Russland, wir nix Polska, wir nix Polska. Herr Bunker, hab ich geholt, große Schraubenschlüssel. Gut, kommst du, Mr. Black, zeigst du, was kannst du? Wir zeigen Ihnen mal die Unfallstelle. Können Sie mich verstehen? Was Sie haben gemacht? Mikrofon aktiviert. Dusa ist gefahren, das erklärt alles. Oh, Mr. Dusa. Das wird teuer, Mr. Dusa. Oh, sehr gefährlich machen mit Tanklaster fahren gegen den Wand. Haben Sie nichts Angst um Ihr Leben? Mikrofon aktiviert. Sie wissen doch, die Deutschen. Der deutsche Dusa verträgt keinen russischen Wodka. Herr Dusa, Herr Dusa, wo sind Sie? Wo sind Sie, Herr Dusa? Unser Praktikant kümmert sich hochprofessionell um Ihr Fahrzeug. Herr Bunker, Herr Bunker, Mikrofon aktiviert. Mikrofon muted. Ich gucke, ja, ich gucke, nichts gut. Aber das ist nichts von Unfall. Ja, warte, das ist nichts von Unfall. Das ist schon von vorher. Wo haben Sie gekauft, dieses scheiß Auto? Kannst du nichts machen? Wer hat gekauft, diese scheiße Karre? Mikrofon aktiviert. Oh, bestimmt gebracht, aus Polen. Nichts gut. Ja, bestimmt ist der Loki gekauft, importiert aus scheiße Polen. Mikrofon aktiviert. Mikrofon muted. Herr Loki, Sie sprechen mit mir. Machen nichts hier, ruhig sein. Mikrofon aktiviert. Ein Katalysator. Rausholen. Machen gleich Essen draus. Geht gut, ein Opfer da bin. Wie tote Frettchen. Ich dachte, Vendetta sei zerschlagen. Ja, wie? Sie gucken da hinten tote Frettchen unten an Katalysator. Guckst du? Hat sich voll drumherum gewickelt. Nix gut. Ist gefährlich sowas. Kannst du nichts machen. Mikrofon aktiviert. Herr Bunker, soll ich wechseln, Reifen? Warten Sie, wir erst kontrollieren dieses scheiße Auto. Ist gefährlich. Eingedrückter Motor, nichts gut. Ja, Hupe funktioniert noch. Herr Bunker, warten Sie mal. Bunker, Sie lecken. Meine Herren, haben Sie denn vier Ersatzreifen dabei oder müssen Sie das Fahrzeug irgendwie... Ich nur gemacht, weil gucken auf Straße ist besser als in hohem Gras, weißt du? Mikrofon aktiviert. Bunker, ich jetzt mache den Motor an, gebe ein bisschen Gas, die gucken, ob Motor läuft rund. Alles klar. Guckst du, Mr. Black Shark? Mikrofon aktiviert. Herr Blies, gehst du weg? Ist Gefahrenzone da. Mikrofon aktiviert. Oh, hört sich nicht gesund an.
Was du hast, das ist nichts gut, das ist nichts gut. Mr. Black Shark, steigen Sie sofort aus, bevor die Karre macht die in die Luft fliegen. Kannst du nicht machen. Würden Sie bitte mal die Straße absperren, hier donnern Autos lang und Sie haben das Wrack jetzt mitten auf die Straße gestellt. Ich fühle mich hier nicht mehr sicher mit 1000 Gallonen Kerosin in diesem Fahrzeug. Ja, also, Herr Stefan, Herr Stefan, halten Sie mir mal... Sie vielleicht in Russland so machen, ja? Ja, halten Sie mir mal keine Moralpredigt. Ja, nee, nee, fahren Sie mir nicht jetzt vor. Also Sie müssen sich nicht wundern, wenn Sie den Mr. Dusa fahren lassen, ne, dann wissen Sie doch, was passiert. Also, sind Sie denn lebensmüde oder was? Hat jemand Papiere dabei für dieses LKW? Wem jetzt nun gehört? Was? Wir haben 20 Papiere dabei, jeweils mit der Größe 7,62 mm. Ich denke, die Lizenzierung hier geht in Ordnung. Sie wollen haben. Wir können Ihnen geben 6,5 mm zwischen den Augköpfen. Das ganz gut, glaube ich, für Sie, Mr. Stefan. Ist das eine Lidschattenschattierung, 6,5 mm? Aber natürlich. Es ist ein Feuerrot und es steht Ihnen mit Sicherheit gut. Wir können gerne probieren. Aber nein, ernsthaft, gucken Sie hier. Dieses Auto ist nicht zugelassen. Das können Sie nicht machen. Wieso fahren Sie mit dieser Gefahrenkennzeichnung? Sie können nicht machen. Da wir müssen sofort. Wir müssen direkt aus Verkehr ziehen. Kannst du nicht machen. Geht nichts. Gut, meine Herren. Was kostet uns denn der Spaß, wenn Sie die Lizenzierung hier mal übersehen haben? Das kostet mindestens 2 Millionen Dollar. Halt du Maul, Black. Blizzard, halt du Maul. Das kostet 2 Millionen an Mr. Bunker. Mikrofon aktiviert. Mikrofon aktiviert. Was nehme ich? Herr Bunker. Ja. Ja, mir auch. Mr. Loki, bisschen komisch, nichts reden, aber schmeißen mit Geld um sich. Wie Fuffis in die Club, weißt du? Komischer Typ. Fuffis in die Club, schreib ho, ho. Das habt ihr doch gefunden hier auf der Straße, hier lagen doch 3 Dollar, also was los? Mr. Loki, werden Sie nicht respektlos, sonst ich werde böse. Mikrofon aktiviert. Herr Stefan, halten Sie sich zurück. Was? Loch in Schlauch? Scheiße, das kommt von Unfall. Alle weg. Nee, nichts alle weg hier. Mr. Dusa, kommen Sie mal her, Mr. Dusa. Das geht so nicht. So, jetzt Klappe halten, Mr. Black. Mr. Dusa, was Sie machen? Was Sie machen für Scheiße? Gucken Sie. Machen Sie Autofahren zu Schrott, machen Sie Loch in Schlauch. Was Sie sich denken? Das ist gefährlich. Ist voll mit Benzin. Kannst du nicht machen, so Scheiße. Na klar. Das gehört sich so. Nö, das gehört sich so nicht. Was du dir denken? Kannst du nicht machen, so Scheiße. Stellst du dir vor, machst du Explosion? Ist halbe Atomexplosion, mein Freund. Machst du ganz altes in Feuer? Nix gut? Wäre gut eingewandert. Wir wollen hier machen, leben gut. Kannst du nicht machen, unser Zuhause kaputt, weißt du? Mikrofon aktiviert. Kannst du reden mit mir? Ich nix beißen. Wir sind viel beschäftigte Menschen. Ja, ihr seid böse Rebellen, die Steuern antreiben. Das ist nichts gut. Richtig. Mich nichts interessieren. Ihr wollt Rückständen mit seinen Zahlungen. Mikrofon muted. Sie wollen uns sagen, wir müssen sie bezahlen für machen, helfen Menschen. Mikrofon aktiviert. Altes Steuer, die geht für jeden an. Da können wir leider keine Ausnahmen machen, Herr Bunker. Ich habe nur eines zu sagen. Hören Sie genau hin. Mikrofon aktiviert. Wie bitte? Ja, kommen näher, ich erzähle. Wollen aber nicht, dass jeder hört. Jemand hauen mich. Mr. Kami, hauen mich nieder. Sie sind ausgerutscht. Sie scheinen angetrunken zu sein. Sie können sich ja nicht mehr auf den Beinen halten. Scheiße, ich saufe zu viel. Ich saufe zu viel Wodka. Mikrofon aktiviert. Geht weg vom Chef. Warum hauen Chef kaputt? Nix hauen. Chef ausgerutscht. Chef besoffen. Chef umgefallen. Chef kann nicht mehr laufen.
Black Ops. Warum kam ich mich auf? Warum kam ich mich umgefallen? Aufstehen. Herr Bunker. Mikrofon muted. Herr Bunker, ich möchte nicht mehr reparieren, dieser Auto. Diese Männer sind unfreundlich. So müssen wir leider mitarbeiten. Freunde, ich glaube, diese Situation könnte eskalieren. Bitte, ein bisschen chillen. Bitte gehen Sie mal beiseite. Also folgendes. Du musst das jetzt aber reparieren, sonst sage ich mal ab mit Bescheid, dann kriegst du einen Permaban. Heulen Sie nicht rum, Herr Stefan. Alles ist gut. Mr. Loki, schießen Sie hier nicht so rum. Das ist gefährlich. Wir werden reparieren Ihr Auto fachgerecht von Praktikant. Okay, ich werde nichts mehr reparieren, weil Kami mich schlage nieder immer. Mikrofon activated. Nein, hallo, Herr Praktikant, lassen Sie zurück in den Helikopter. Aber was ist mit Chef? Wir müssen warten auf Chef. Der kommt schon. Chef schläft. Gut. Chef, vielleicht ein bisschen zu viel getrunken, aber machen hier Mr. Loki immer. Ich nichts reparieren, diese Auto. Ihr sehen zu, wie kommen zurecht mit die Scheiße. Ich wünsche euch schönen Tag. Ich werde auch nichts zahlen, alte Steuer, weil ich... Abschleppen. Was? Ich soll einen Abschlepp für Sie? Sie lecken meine Hintern. Mikrofon activated. Und zum Vertragshändler, Vertragswerkstatt bringen. Mikrofon negativ. Ich gehe jetzt. Sehen Sie zu, wie Sie kommen alleine klar. Mikrofon activated. Herr Bunker, ich muss sagen, ich wünsche mir den ADAC zurück. Dort hat man den Service bekommen und netten menschlichen Umgang. Mikrofon muted. Das war zu viel, mein Freund. Wenn Sie so weitermachen, Sie bekommen mit unserer Verbündnispartner TDC große Krieg, dann Sie haben ein großes Problem, mein Freund. Mikrofon activated. Überlegen Sie noch mal genau, was Sie hier sagen für Scheiße. Mikrofon activated. ADAC. ADAC. Und alle. ADAC. 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 Okay, Freunde. Sehr unprofessionelle Gruppe, diese IF. Wir gehen. Wir wünschen einen schönen Tag. Wir sehen uns. Mikrofon activated. Loki, wir haben uns eingestiegen. Ja. Wir nehmen gefangen. Ah, nun alle einstecken. Wir bringen ihn jetzt zur Polizei. Ja. Klaust du jetzt erst noch das Auto? Ja. Ich kann es nicht liften, Alter. Ja, dann verzieh dich. Wann kann man den nicht liften? Ist doch scheiße. Nee, Tanklaster kann sich liften. Da sind noch zwei Leute drin. Echt? Mister. Entschuldigung, Hilfe. Was Sie machen, Mister Kami? Wir Sie abgeben bei Polizei. Mr. Blackjack, bitte schreiben Sie zur Polizei, wir kommen im Polizeihauptquartier mit böse Menschen. Mikrofon activated. Ich schreibe. Mikrofon muted. Sie sich nächstes Mal bitte doppelt überlegen, ob Sie machen Fuck up mit Pannenservice wie nette Menschen, aber nichts mehr nette Menschen werden beleidigen. Das ist nichts gut. Mikrofon activated. Ich glaube, ich muss springen jetzt. Sie können nicht machen, hau um. Sie können nicht machen, hauen um, Pannenservice. Das ist nichts nett. Mr. Kami, was Sie sich denken dabei? Sie haben mich zweimal umgehauen oder dreimal. Nein, Sie haben mir Beinchen gestellt. Mr. Kami, Sie haben mich. Beinchen gestellt, das ist nichts gut. Das ist gar nichts gut. Ich schwöre. Alter Bunker. Ja? Bunker. Hör auf zu trinken. Nein. Können Sie nicht machen sowas? Das ist nicht nett. Weißt du? Guckst du, kann ich machen Tiefflug gut. Glaubst du, ich stürze ab? Wenn ich stürze ab, dann wir haben ein Problem, glaube ich. Oh.
Bunker, ich geschrieben haben, SMS an Polizei haben geschrieben. Kommen jetzt zu Polizei HQ Kavala, mit zwei bewaffnete Rebellen, die wollten uns angreifen. Sehr gut, sehr gut. Aber ich glaube nicht, dass ich werde überleben. Flug bis dahin, ich sehr betrunken, fliegen Tiefflug, haben sehr viel unkontrollierte Handschwankungen. Liegen, hör, da kommt Stromleitung. Ich sehe, ich nix Tomate auf Augen, obwohl betrunken. Wo ist? Ich vielleicht betrunken, aber ich sehe alles. Wir haben abgeschlossen, Hubschrauber, damit nicht rausspringen können. Aber natürlich. Sehr gut. Wo ist Polizei, wenn man braucht? Du noch bitte warten, ich schreibe noch mal SMS. Machen schnell, ich warte. Hilfe. Mr. Loki als Anführer der IF und Mr. Kami sehen und wissen, was passieren, wenn fuck up wie für den Panenservice. Was haben Sie gemacht? Was haben Sie gemacht? Ich hab den Kami niedergeschlagen dafür, dass er sie geschlagen hat. Dann sie be- nein, das ist nicht wahr. Nein. Ja. Ich trinke zu viel. Ich werde springen. Ja, das ist ja auch ausgerutscht, ne? Der Kami wollte ihn nur helfen. Ja, ich ausgerutscht, weil machen Kami geschmeißen kann Bananenschale vor meinen Füßen, weißt? Nein, die lag da schon. Scheiße, Kami, Arschloch, weißt du, ist ein großer Arschloch. Können wir nichts gebrauchen. Nein. Oh, da kommen. Da kommen Polizei. Ihr am Arsch. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ich springe. Jetzt Fersengeld, komm, Machen Sie nehmen gefangen, diese Man. Pack meine Waffe schnell ins Inventar. So, schönen guten Tag. Hallo. Oh, diese bösen Menschen von IF haben uns bedroht und niedergeschlagen. Nur Mr. Kami war. Mr. Loki hat versucht, Situation zu bereinigen, aber ja, Problem war Problem. Bitte von dem Fahrzeug vorkommen. Können Sie bitte von dem Mr. Kami gerade gestorben, in Wasser ertrunken. Herr Bunker, schnell gucken. Oh, Kami ertrunken, oh nein. Mr. Kami Kacknoob. Kami lieber machen sterben als verlieren Rebellenslizenz, ich glaube. Microphone activated. Herr Black, Sie haben die Nachricht geschrieben, ja, Sie wollen Anzeige gegen meine die Herrschaften. Ich nur Praktikant. Mr. Blackleaf, ich darf Ihnen sagen, ich anführe von die Pannenservice und Mr. Loki, Anführer von IF, haben Männer nicht unter Kontrolle. Mr. Kami mich dreimal niedergeschlagen, wir sollten kommen bei reparieren Tanklastwagen. Okay. Dann hat uns niedergeschlagen, weil war nichts zufrieden mit unserer Arbeit. Und Mr. Loki hat zwar niedergeschlagen Mr. Kami, aber Problem ist, Mr. Kami hat sich nicht nett verhalten, hat uns kaputt gemacht. Dann wir wollten abheben,
dann Mr. Kami und Mr. Loki eingestiegen. Ich glaube, Mr. Loki nix Problem mit dieser Geschichte, aber Mr. Kami brauche große pädagogische Handschelle. Weißt du? Ja, durchaus verständlich. Gegen den Herrn Loki haben wir einen Haftbefehl ausstehen. Was? Der Herr Kollege Kami ist der jetzt ertrunken oder was ist mit dem Herrn passiert? Oh, der Herr Kami ist leider verstorben. Er konnte nicht schwimmen und ist dann leider. Tut mir leid, dass Sie sowas Schreckliches miterleben mussten und mit ansehen mussten. Falls Sie irgendwelche Betreuung brauchen, können Sie sich bei uns melden. Wir werden uns um den Herrn Loki jetzt mal kümmern und einmal. Ich darf anmerken, Mr. Loki, guter Mann. Mr. Loki, immer helfen, Pannenservice. Ich glaube, Mr. Kami, bisschen ausgetickt. Dann werden wir, wenn Herr Loki sich kooperativ zeigt, vielleicht von der Geldstrafe belassen können. Das finde ich sehr gut. Danke. Vielleicht legen Sie Mr. Loki an die ans Gewissen, das machen pädagogische Rückhand an Mr. Kami. Ja, wenn der Herr Kami nicht verstorben wäre, würde ich das gerne machen. Machen Sie an Familie von Mr. Kami, kein Problem. Das glaube ich, Bruder von Mr. Kami. Herr Kami, schönen guten Tag. Kleinen Moment, ich muss gehen bei Toilette. So, Herr Kami, können Sie mal vortreten, bitte? Rennen Sie bitte nicht schon wieder, tun Sie es nicht, das Leben hat einen Grund. So, wenn Sie mir beide mir jetzt mal bitte folgen würden, ich mache es jetzt mal los, Herr Loki. So, bitte folgen Sie mir beide, Sie können sich lösen von den Handschellen, ich habe Sie gelockert. Bitte mit vor zum Revier kommen. Herr Bunker? Ja, ich komme hinterher. Ja. Herr Blies, Sie länger in diesem Land als ich, Sie schon lange gearbeitet, hier ist nichts wie Schmerzensgeld. In Russland kriegen wir Flasche Wodka, wenn haben bekommen aufs Maul. Wie ja, ist das hier? Wir bekommen eigentlich auch etwas, aber hier, wie Sie sehen, die einfach alle abhauen und sie stehen lassen mit Trauma für Leben. So, Herr Kami. Das ist gut, ich finde. Aber wir haben Schmerzen. Wegen Kami. Hat er mir dreimal auf den Kopf gehauen. Wir wollen auf jeden Fall Flasche Wodka haben von Kami. Und jetzt wurden sie erleuchtet, haben den Weg zu Gott gefunden. Ja, Taxi abgesetzt hier vorne. Nicht. Aber Bunker, böser Mann. Wollt ihr uns geht? Die werten Herren haben Anzeige gegen sie erstattet. Wäre nix böse, wäre nix böse, Mr. Kami. Herr Bunker. Jo. Herr Blies und ich wollen solche Wodka Schmerzgeld wie in Russland von Herrn Kami, weil er hat uns geschlagen. Ja, hat uns. Hat uns geschlagen. Ich glaube, wir müssen. Herr Black Shark, ich glaube, wir müssen holen Mr. Igor. Igor machen alles. Oh. So, Herr Kami, wären Sie so kooperativ und würden die werten Herren vom Pannenservice entschädigen? was ihr wollen? Mein Anwalt kommt gleich hier rein. Eine Flasche Wodka, damit wir das begießen können, damit wir diese Trauma vergessen. Ja, Moment, ich holen, keine Angst. Ich habe ein Geheimversteck. Geheimversteck auf Polizeirevier, warum? Was ist das? Frage ich mich auch. Das darf aber eigentlich nicht sein, Herr Kami. Ich beobachte immer das Reifendruckmessgerät. Also bitte jetzt keine Panik. Ja, Loki,
Ja, der Bunker. Sie besitzen da illegale Waffen. Ich gute Gerät, die Sie mir haben gegeben zum Reifendruckmesser. Ich sage Ihnen, ich wäre gut. Du hast noch alte Geräte, Herr Blies. Warum alte? Ja. Herr Blies ist Freund von Oldschool. Microphone activated. Ja, neue Geräte. Ich würde sagen, wir setzen uns alle mal und trinken einmal eine Runde. Ich finde, wir gehen bei Drogendealer und machen einen schönen Rauchen, Johnny. Passen Sie auf, Mr. Blackleaf, da kommen AWF, Stefan. Wir können machen sich ein Schießen über Haufen. Das Anwalt ist gut. Das einzige Problem in Ihrem Anwalt ist, er wird auch irgendwo abgesucht. Herr Blackleaf, ja. Ein wenig mehr Putz in hier steckt, ist schon wieder ausgerutscht. So, Herr Loki, ich bin mit meiner Notschelle die Flasche fortgekommen. So, meine Herren Kommissare, mein Klient wird hier erstmal gar nichts mehr sagen. Ich verlange eine private Unterredung mit meinem Klienten. Keine weiteren Aussagen mehr gemacht. Loki, ist sehr gerne. Ich mögen, böse zu mir. Diese Zivilisten hier wahrscheinlich. Diese Zivilisten hier ohne Arbeitsgenehmigung. Herr Kammer, Sie sind den Herrn noch eine Flasche Wodka schuldig. Herr Blackleaf, hören Sie bitte. Ich bin der Jurist hier. Servus. Ist in Ordnung. Herr Blackleaf, hören Sie bitte kurz. Die drei Zivilisten hier, die gelben, die mit begrenzter, befristeter Aufenthaltserlaubnis und ohne Arbeitserlaubnis hier in das Land gekommen sind, die entfernen sich bitte mal von diesem juristischen Gelände hier. So, zweitens, mein Klient aber wird keine Aussage erstmal tätigen. Aber wir sind die Anklagegegner, wir müssen hier da sein. Ihr seid gar keine Gegner, gib ihn schön. Was machen Kamil und unsere Hubschrauber? Wollen? So, wer Stefan. So. Geklaut Fallschirm, ey. Ich würde Sie bitten, Sie haben zwei, Eigentum von deinem Service. Habe nichts gemacht. Hilfe, Polizei, Polizei. Ich verstehe gar nichts. Herr Blackleaf. Kami hat geklaut Fallschirm aus Hubschrauber. So, Luki, wir geben Pausen. Kami hat geklaut Fallschirm aus Hubschrauber. Sie sind jetzt einmal vorläufig festgenommen, Herr Kami, bis wir das hier jetzt mal geklärt haben. Wir können Sie leider so nicht mehr abzutrauen. Herr Blackleaf, Ihr Gefangener, haut ab. Herr Blackleaf. Hilfe, Blackleaf. Warum hat sie mich frei, ich nicht getan habe? Nur weil ich schwach bin. Anwalt wollen fliehen. Anwalt wollen fliehen. Ich glaube, Helikopter geklaut. Hilfe. Aussteigen. Was wird es hier? Na, sagen Sie bitte, was ist das wieso für eine Behandlung hier? Wieso möchten Sie hier, Stefan? Einmal, ein einziges Mal will man freundlich zur Polizei sein
Bei weit oben steht jemand im Haus hier mit einer Waffe und der Fuse ist der Mann, ihr wisst doch, ihr alle wisst, dass hier kein Controller sind. Und dann rennt ihr mit einer offenen Waffe hier durch Kamelle rum und immer so, das wird die wegnehmen. Hier ist ja, also einmal ist schon wieder, du Fusion. Du bist ja so schlecht in diesem Spiel. So. Fusion, wie ist das eigentlich, wenn man permanent abgeschossen wird, weil man scheiße ist und dann noch Leute beleidigt? Ach, sagst du. Hat mich jemand befreien mag? Buddy, join your channel. Ach, ist ja nicht so, dass ich vorhin öfters mal getötet habe, Loki, was geht? Fusion, du bist eine richtige. Was ist denn da los? Was hat denn passiert? Ich bin ganz weggelaufen. Warum bist du weggelaufen? Da kannst du nicht machen. Mein Anwalt hat mir geraten gegeben, es gibt einen juristischen Rat, Färbung Geld zu geben. Hier ist gerade gute Frage. Ich wurde gerade einfach festgenommen. Gute Frage. Was ist denn passiert? Gute Frage. Ich war gar nicht da. Ich war im Heli und irgendeiner hat mich rausgezogen und ich war tot. Dann lass uns mal alle freuen. Wollt ihr mich verarschen? Ich wurde hier einfach ohne Grund festgenommen und jetzt muss ich hier stundenlang warten, oder was? Oh, okay. Was geht denn da jetzt? Skyward, du Hurensohn. Oh, da sagt einer Skyward, du Hurensohn. Aber keiner von meinen Leuten, oder? Nee, hier am Marktplatz. Rechtags, komm. Ja, wer ruft mich denn? Hier, du bist frei. Go. Drück V. Danke. Oh, ich schieße irgendwelche Leute rum. What the fuck? Wie er immer nur von hinten kommen kann. Black Shark? Herr Schabba mit Doppel-B macht RDM. Irgendjemand sitzt in meinem Heli. Kami. Mr. Polizist, der Schab da, das schießt gerade Leute ab. Der hier, der wo hier. Ja, weil er freigelassen wurde und er die Leute freilässt. Ach, Gott, was ist hier los? Buddy left your channel. Warte mal. Microphone muted. Microphone activated. So, ich glaube, Sie sollten auch in Therapie gehen nach diesem schrecklichen Vorfall. Ja, auf jeden Fall. Ich bin, habe ein Trauma. Ich wurde gefangen genommen und. Kami, mich schreiben, haben Selbstmordweste. Alle sterben. Herr Kami, mir schreiben SMS. Alle haben Selbstmordweste. Alle Scheiße, was ist hier los? Er wollen machen Attentat. Mein Bruder gestorben hier. Was kannst du nichts machen, Alter? Kann doch nicht wahr sein. Microphone activated. Ja, Bruder von Chef. Habe nicht erschossen. Mann wollte nehmen Blitz als Geisel. Habe nicht erschossen. Scheiße, ich nun übernehme Geschäfte von Bruder. Ich nun neuer Chef, Mister. Nein, ich habe einen Schießen auf Hubschrauber. Leute, wir sollten. So, Herr Blackleaf wurde eben unterrichtet. Mein Zwillingsbruder wurde hier hinterrücks ermordet. Den Herr Blackleaf, bitte. Einmal inhaftieren und auf Schadenersatz verklagen für die Familie von Stefan. Die Familie von Stefan bekommt in Summe 600.000 von diesen beiden Herren hier. Was? Meine Kollegen regen sich über Funk schon sehr stark auf, dass hier einige Zivilisten gewaltig sind und die sie mal, falls sie Zeit hätten, Moment. Ja, Herr Blackleaf, ich war gerade am Markt. Gucken Sie, Mr. Schabba machen RDM. Ich habe ihn gesehen. Das sind einige Kollegen, die gerade RDM betreiben. Herr Blackleaf, ja. Auto fahren, mich zu machen. Kümmern Sie sich. Nix Problem. Microphone activated. Machen. Herr Stefan, sagen Sie, Herr Kami, bitte landen.
Ich lege mich jetzt schlafen, Herr Bunker. Nein, warten Sie, Herr Stefan, ich mache Ihnen überweisen Dollars, weil wegen Helikopter, wo ist kaputt gegangen? Kommen Sie mit. Mikrofon aktiviert. Nee, ich bin traurig. So, Leute, ich wollte mich sowieso verabschieden. Ich danke spät. Bis morgen oder so, ja? Ja, gute Nacht, Nacht, Logi. Okay, ciao, ciao. Ciao. Bin ich jetzt depressiv? Nein, seien Sie nichts genervt. Sie bekommen von mir Dollars, nichts Problem. Kommen. Nein, das ist doch scheiße. Warum musst du alles immer so eskalieren irgendwie? Dann hab ich, das ist doch kacke. Scheiß auf das Geld, weißt du? Aber jetzt muss ich wieder nach Rebel fliegen und zum Outpost, muss die Scheiße kaufen und durch die Donator fliegen, will die Scheiße kaufen. Warum? Das ist doch völlig unnötig. Funga. Machen Genie Milit! Ja, Herr Mr. Vox! Nee, jetzt mal ganz nur in der PG, ist Black Shark noch bei euch im Chat? Ja, Mr. Black Shark ist bei uns. Mikrofon aktiviert. Sag dir mal, der soll Multikipper, heißt der, glaube ich, überprüfen. Der soll wohl hacken. Und dann wem? Mikrofon aktiviert. Multikipper heißt der wohl. Multikipper? Mikrofon aktiviert. Und Trueface. Blackshark, du sollst Muldenkipper und Two-Face überprüfen. Die sind wohl komisch. Alles klar, haben ausgerichtet. Mikrofon aktiviert.